schauen wir uns das global an, dann werden wir feststellen, dass es auch global diesen Unterschied gibt. Für jede Terawattstunde, die wir erzeugen, stirbt ein Hundertstel eines Menschen. Für jede Terawattstunde Kohlestrom, die wir erzeugen, sterben 30 Menschen. Dennoch werden sehr viele Länder auf dieser Welt weiterhin auf Kohlestrom setzen, weil es für sie momentan die einzige Alternative, einzige Möglichkeit ist, Strom zu bekommen. Und das müssen wir verhindern, um die Menschen zu retten, die an der Luftverschmutzung sterben, weil es unsere, tatsächlich von den Kosten her, die einfachste Möglichkeit ist, große Mengen an CO2 einzusparen. Und das geht nur, wenn wir in Deutschland unsere Kernkraftwerke retten. Das geht nur, wenn wir den Entwicklungsländern in dieser Welt neue Kernkraftwerke geben und wenn wir auch in Deutschland massiv viele neue Kernkraftwerke bauen. Und deswegen sage ich hier heute, Kernenergie ist sicher, sauber und sie rettet Leben. Und dennoch, diese Energie aus diesen blauen, wundervollen Schweben will uns unsere Regierung nicht geben. Und dafür werden Sie Ihr blaues Wunder bald erleben. Danke.